Los geht es auf der heutigen Etappe des Europaradweges R1 oder der D-Route 3 in Ergner. Willkommen, liebe Rad- und Naturfreunde. Heute begleitet ihr mich auf einem Stück des Radweges R1 Richtung Küstrin. Ich bin jetzt in Ergner am Bahnhof gestartet und fahre jetzt den offiziellen Radweg, auch die 3 genannt, weiter. Mich heute an diversen Seen vorbeiführen, über Grünheide, nachher Neuhardenberg, um dann letztendlich an der Oder hinten zu enden. Von der Weite her sind es knapp 100 Kilometer. Mal schauen, das Wetter soll heute größtenteils trocken bleiben. Sind Windböen bis zu 46 km/h vorhergesagt. Schauen wir mal, ob die auch bei mir ankommen. Ich komme gerade aus Grünheide raus und bin am Peetzsee somit vorbei. Berg hoch, nicht schlecht. 90 Grad um eine Kurve mit mächtig Tempo. Muss man schon ganz schön aufpassen, wenn man hier wirklich mit Gepäck unterwegs ist. Aber schön. Es geht neben der Straße immer im Waldweg vorbei. Es ist geteert. Gut hin und wieder ein paar Wurzeln. Aber es finde ich jetzt nicht schlimm. Macht auf jeden Fall bislang Spaß. Die Route führt mich entlang von diversen Seen gleich zu Anfang dieser Etappe. Da wäre der Werlsee, der Peetzsee bei Grünheide-Mark, dann kommt der Möllensee, der Elsensee, der Barbarosee und der Bauernsee. Man muss schon absteigen bzw. ein bisschen reingehen zum See, um den See genießen zu können, kann dort Pause machen, hin und wieder findet man auch diverse Bänke. We'll be right back.
weiß gar nicht, ob man das gut erkennen kann, aber das ist quasi eine Gedenkstätte. Nee, Gedenkstätte ist falsch gesagt, aber eine Ausstellung über Rüdersdorf. Das ist ein alter Ziegeleiofen. Wurde sehr aufwendig restauriert. Schaut mal, das ist ein ehemaliger Schornstein, beziehungsweise vielmehr das Ende davon. Wie gesagt, das ist ein alter Ziegelofen. Bei Rüdersdorf ist er dafür bekannt, dass hier so einiges geschaffen wurde. Das Ganze wurde sehr aufwendig restauriert. Der Ofen wurde wohl ausgebuddelt, befreit von diversen Baumstämmen und Schutt in einer Initiative der hier ansässigen Bewohner. Heute dient das Ganze als Unterschlupf für Fledermäuse. So steht das vorne geschrieben. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung von der Funktion des Ganzen, aber für mich wirkt das ja so, als wenn es ein Ziegeleiofen ist, das Ganze dann wahrscheinlich ja unter der Erde stattgefunden hat. Guten Morgen, Garzau. In Garzau gibt es eine Pyramide, kann man sich angucken, von 1798. Ich habe sie dezent links liegen gelassen. Bin ja hier, um Rad zu fahren und nicht um Sightseeing zu machen. Desto mehr oder desto bewusster wird mir diese komische Gasleitung aus Russland, die das ganze Land einmal quer durchspannt. Schon Wahnsinn. Einmal alles durchgepflügt. Gegenwind und Berg. Ich krieg einen Föhn, ey. Lämmchen. Ja, das ist Garzin. Es ist wieder so eine tolle Straße, wo ich ernsthaft frage, so zu als Radfahrer machen. Ich hoffe einfach mal, das ist keine reguläre Straße und mir kommt keiner entgegen. Aber schön sieht's aus. Also, kleiner Gang und weiter geht's.
dich auch. Fuchsel, Hasi, gute Nacht. Europäischer Fernwanderweg und nach Neuhardenberg sind es nur 26 Kilometer. Na, was ist denn das für ein Luxusweg? Ist ja geil. Ja, aber hallo. Abbremsen, glaube ich. Zumindest wenn man den Weg nicht kennt. Das ist aber ein schöner Weg. Das finde ich jetzt hier aber ein bisschen schrecklich, die Stelle. Man kommt hier den Berg hoch, kann auf die Straße gar nicht wirklich sehen. Und das ist hier eine, naja, ich möchte schon sagen Schnellstraße. Eigentlich nennt man das auch Landstraße. Kein Warnschild, kein gar nichts. Also, hier ist Vorsicht geboten. Wanderwege gibt es hier auch. 2,5 Kilometer nach Buko. Oder 1,5 Kilometer nach Waldsieversdorf. So, ich zeige euch nochmal das Ganze aus der anderen Richtung. Weil hier ist der Berg ein bisschen besser, da hat man früher Übersicht. Auf der anderen Seite ist der ein bisschen steiler. Geht es eigentlich bloß bergauf. Erst geht es Ewigkeiten Kopfsteinpflaster hoch und dann bin ich jetzt
hier auf diese Fahrradstraße gekommen. Lässt sich bestimmt gut fahren, aber eigentlich nur, wenn man Schwung hat. Man muss nur ein bisschen aufpassen, die Autos fahren hier mit bestimmt Tempo 80 an einem vorbei und gucken einen ganz doof an, dass man als Fahrradfahrer auf der Fahrradstraße sich fortbewegt. Ansonsten blauer Himmel ist jetzt da, die Sonne scheint, besseres Wetter als ich erwartet habe, nachdem ich heute Morgen eigentlich nur ein bisschen gefröstelt habe. Bin ich jetzt dabei, die Sonne zu genießen. Ansonsten sind es noch ungefähr 60 Kilometer bis zum Ziel. Mal schauen. Erstmal weiter. Mal schauen, wie weit ich komme. Und dann werde ich zwischendrin entscheiden, ob ich die Möglichkeit nutze, die Abkürzung mit der Bahn zu nehmen oder tatsächlich bis zur Oder vorfahre. Das einzig Positive: Es soll jetzt angeblich nicht mehr bergauf gehen. So laut Lageplan, den ich eben gelesen habe, über den R1. Was aber schön ist, dass man immer wieder so kleine Bänke nebenbei hat, weil ich auch gleich wieder sagen muss, die sind teilweise dermaßen morsch, dass ich mich da gar nicht freiwillig aufsetzen würde. Aber der Wille ist da. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal wieder einen Austausch gegen neue Sachen. Schön wär's. Geht ja ganz schön beängstigend da links ab, du. Wege kommen ja auch ganz viele links und rechts immer rein und raus. Echt schön. Also an die Naturfreunde unter euch, schaut's euch an. Hier liegt überall noch der frische Holzschnitt rum. Es riecht so schön nach Holz. Links und rechts zwitschert es. Schön. We'll be right back.
Da hat der Storch doch Gladberg schon geklappert. Sehen. Entspannt. Ja, man kommt hier quer durch die Landwirtschaft. Eben bin ich an der Wiese vorbeigekommen. Erst waren die wilden Graugänse. Kleine Stückchen weiter war die Familie der Kühe, der Rindviecher. Wenn ich das richtig gesehen habe, Mama, Papa und Kind. War ich ein bisschen erstaunt war, dachte immer, der Bulle wird separat gehalten. Ich habe jetzt noch ungefähr 10 Kilometer bis Neu-Hardenberg. Fahre gerade parallel von der Bahnstrecke. Und habe jetzt so, naja, knapp 50 Kilometer hinter mich gebracht. Also, die Hälfte der Strecke ist um. Jetzt schauen wir mal, wie weit es wirklich geht. Aber angeblich soll es nach Neu-Hardenberg recht eben sein. Somit ist die Hoffnung, dass ich da vielleicht auch mal ein bisschen schneller vorwärts komme, als das Getingel, was ich jetzt hier mache. Aber wir schauen mal. Wird schon. Hauptsache, es macht Spaß. Und das tut's auch. Die Natur als nicht so schön angegeben ist. Kopfsteinpflaster, feiner Sand und jetzt ist hier der Schotter. Kurz vor Pulkow, der Wind bläst von vorne. Momentan echt eine Herausforderung, überhaupt auf dem Fahrrad sitzen zu bleiben. Berg runter muss ich auch treten. Wahnsinn. Das ist das Ende dieser Etappe. Ich zeige euch jetzt noch die Karte von Relief und freue mich, wenn ihr euch den nächsten Teil auch noch anschaut. Bis dahin, alles Gute. Musik.